Hallo zusammen, ich bin der Zanto von Zanto Spirit Gaming. Bevor das heutige Video startet, denkt bitte daran, wenn euch das Video gefallen hat, mich zu unterstützen. Das kann gerne ein Like sein, das kann auch gerne ein Kommentar sein oder am besten auch ein Abo. Das würde mich bei meinen jetzigen und bei meinen zukünftigen Projekten auch mit euch zusammen sehr, sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank. Also bitte kräftig auf den Abo-Button klicken. Dankeschön. Hallo, ich grüße euch und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge State of Decay 2 im Schwierigkeitsgrad Albtraum. In der Juggernaut Edition. Wir haben heute was anderes vor. Schaut mal, es ist noch Nacht. Wir haben gerade die nächste kleine Zombie-Bedrohung hinter uns gebracht. Die haben unser Hauptquartier hier wieder angegriffen. Und jetzt würde ich gerne Rache üben wollen. Und zwar habe ich mal überlegt, ich werde auf jeden Fall eine Partnerin schnappen. Dann werden wir uns hier das Royal schnappen, das Auto. Und werden uns zumindest mal bis hier rüberschlagen. Und werden wir dann mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Und wir kommen zumindest mal an dieses Seuchenherz ran. Wie wir das sehen, ist im Prinzip das zurzeit nur ein Seuchenherz ist da im Prinzip nur ein Seuchenherz aktiv und ich würde mal vorschlagen, dass wir uns das jetzt vornehmen. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht genau, was uns erwartet. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass wir uns jede Menge Munition mitnehmen müssen. Nicht nur hier die Armbrust mit allem drum und dran, sondern wir müssen definitiv eine richtige Waffe mitnehmen. Also ich überlege mir da gerade, wir hier zum Beispiel, wir nehmen uns auf jeden Fall die hier mit und die Seitenwaffe zum Beispiel, hier könnte man dann zum Beispiel die eine Seitenwaffe geben, 16 Schuss, das sind 77, können sie hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Ah, Mist. Ausrüsten, dann würde ich hier gerne die Sachen in die Hand geben. So, dann hätte sie auf jeden Fall eine Waffe. Wir könnten auf jeden Fall mit Granaten um uns werfen, hätten dafür auch genug Schuss. Die Seitenwaffe wäre im Prinzip auch noch da, ne? Zum Wechseln einfach auf die 2 drücken. Also von dem her alles gut. Ich hoffe mal, dass das passt. So, du rüstest das gleich wieder aus. Genau, perfekt. 6er Rucksack ist da. Waffen hättest du. Du bist leicht bepackt. Würde im Prinzip reichen. Jetzt schauen wir nochmal, wie das aussieht. Mit dem Kofferraumvolumen. Mit dem Kofferraumvolumen. Okay, das sind tatsächlich nur 4 Plätze und hier sind es nämlich 6. Deshalb würde ich sagen, da lieber tanken wir ihn auf. Genau, da lieber tanken wir ihn auf und fahren dann mit ihm runter zum Seuchenherz. Weil das würde ich jetzt auf jeden Fall wissen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Weil ich sage es euch gleich, wenn es nicht funktioniert und wir werden fallen bei der Aktion, dann hätten wir nur noch eine Überlebende hier und dann müssten wir das Projekt abbrechen und dann werde ich auf jeden Fall nochmal neu starten. So, aber wir wollen mal nicht den Teufel an der Wand malen. Wir nehmen uns auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein Toolkit raus. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Benzin und ein Toolkit. Okay, komm, was soll's. Dann reparieren wir nochmal. Das sieht echt angeschlagen aus. Ja, das sieht echt mitgenommen aus. Reparieren wir nochmal. Ich denke mal, dann hält er dann viel, viel besser durch. Zumindest bis darüber. So, perfekt. Ja, das sieht doch jetzt richtig gut aus, oder? Was meint ihr? So, dann werde ich auch gleich wieder einen Wegpunkt markieren. Ja, schaut mal, also wir müssen ja auf jeden Fall hier losfahren, am elektrischen Transformator vorbei. Das heißt, wir müssen hier runter. Und dann unten gleich links. Und so wie es aussieht, dämmert es langsam. Es wird langsam hell. Das heißt, wenn wir vielleicht drüber sind, wenn wir vielleicht drüben sind, haben wir Glück. We really need to speed up. Ja, das stimmt. So, das sind die berühmten Mollys. Nein, möglichst niemanden killen, wenn es irgendwie geht. So, schaut mal, ne? Wir wären eigentlich schon sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen nervös, ob das überhaupt funktioniert, was wir hier jetzt vorhaben, oder ob das wirklich nur ein reines Selbstmordkommando ist. Also auf jeden Fall stehen hier wirklich sehr, sehr viele Zombies auf der Straße. Wir sind aber richtig, ne? Ja. Lily Ritter started the network. Many of us owe her our lives.
shots, and that's no bullshit. But the medicine she needs, it's damn hard to come by. Please keep her in your prayers. Listening to the network broadcasters at night helps me sleep. Okay, jetzt gehen wir erstmal. Wollte gerade sagen, jetzt laufen wir auf jeden Fall erstmal weg. Wir sollten. Die kommen auf jeden Fall trotzdem auf uns zu. Ja gut, das ist kein Problem, ist ja nicht schlimm. Und wir schlagen uns jetzt mal Richtung Seuchenherz durch. Es würde mich ehrlich gesagt mal interessieren, was da außenrum noch rum keucht und fleucht. Das Schlimme ist, in der Nacht, schaut mal, ne, diese ganzen roten kleinen Partikel, die hier rumfliegen. Man sieht nicht wirklich, wer hier Gegner ist und wer wirklich Partikel. Aber ja, jetzt sehen wir hier unten, sehen wir schon ein bisschen was. Wir schleichen auf jeden Fall. Weil denkt dran, die mit den roten Augen, die haben eine übelste Reichweite. Gerade in diesem Schwierigkeitsgrad. Lassen wir mal hier mal ein Stück laufen, den Kollege. Und dann werden wir da von hinten mal abgurgeln. So, das war die Nummer 1. Jetzt haben wir zumindest mal hier mal ein Stück Weg freigemacht. Komm, bleib da. Dankeschön. So, und jetzt sind wir, schaut mal, jetzt sind wir schon langsam in dieser Stadt drin. Da vorne kommt dann der nächste. Wow, also ich bin echt ein bisschen nervös. Wir visieren jetzt mal das Seuchenherz an. Jetzt war es das aktuell da drin, okay? Nur die Ruhe. Alles gut. Ja, das stimmt. Also, da hast du wirklich recht. Sollte wirklich entspannt sein. Das ist genau das Richtige, was wir jetzt hier brauchen. Wir müssen auf jeden Fall eine Seite müssen wir auf jeden Fall freimachen, weil wenn das Seuchenherz angegriffen wird, dann ist das meistens so, dass alle Zombies außenrum kommen. Alle. Hier steht wieder ein Auto, schaut mal. Aber dazu haben wir jetzt keine Zeit. Wir wollen auf jeden Fall Richtung Seuchenherz. Hier gibt es auf jeden Fall zwei Auffahrten, wie es aussieht. Oh. Und schaut mal, dort hinten ist ein Juggernaut. Wow. Hoffentlich kommt der nicht. Das ist ein Riesenteil. Okay, seht ihr das? Hier ist auf jeden Fall jede Menge los. Wir schauen es uns nur erstmal an, okay? Nur erstmal lokalisieren, wo ist denn dieses Mistding? Sind auf jeden Fall welche drin. Da hinten ist es. Und wenn wir schießen, locken wir alle an. Hier stehen wieder zwei Autos rum. Okay, das ist eine Rauchgranate, das ist ziemlich gut. Oh nein, hier liegt so ein Typ. Schaut mal, gibt es Toolkits und einen Benzinkanister. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben leider nichts zum Weglocken. Das ist echt schade. Also entweder wir schaut mal, dort hinten ist so ein, genau, da ist so ein Aufgeblähter. Entweder wir schauen mal, ob es irgendwo in dem anderen Gebäude noch was zum Looten gibt.
Hätte ich natürlich das gewusst, hätte ich was zum Ablenken mitgenommen, ne? Die Musik, die ist richtig bedrohlich. Das ist richtig, richtig gut. Also es ist echt spannend. Hier ist zumindest erstmal einer. Dort hinten ist noch einer. Der dreht gerade rum, das ist schön. Den könnten wir von hinten auflauern. Der Juggernaut läuft dort hinten immer noch rum. Ich hoffe mal, dass der uns nicht angreift, währenddessen wir hier das Seuchenherz angreifen. Okay, der rennt auf jeden Fall wieder rein. Na, der kommt in eine Richtung, der läuft nicht rein. Lassen wir den noch ein kleines Stück laufen. Ja, ich weiß, das dauert ein Stück, aber da lieber gescheit vorbereiten. Ihr wisst nicht auf dem Schwierigkeitsgrad Albtraum, was euch da erwartet. Und ich weiß es am allerwenigsten. Okay, den ersten hätten wir. Da drin wäre... Oh. Da drin steht, oh, da drin stehen noch mehr raus hier. Das Schöne ist, dass sie zumindest mal rauskommt. Das ist schon mal gut. Okay, wir nehmen uns gleich den nächsten. Sehr schön. Okay. Oh, hier drin laufen immer noch vermehrt die Teile rum. This place is hotter than a damn sauna. Da hinten ist es auf jeden Fall. Careful, it's coming our way. Wir sind auf jeden Fall infiziert. Wir müssen unbedingt nachladen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Beweg dich doch, Mensch. Mist. Komm, steh auf. Komm, steh auf. Komm, steh auf. Okay, jetzt wird's eng. Oh, das bringt nichts. Oh, das könnt ihr vergessen. Also so wie es aussieht, auf keinen Fall. Alfred ist Geschichte. Also, so wie es aussieht, ist das absolut extrem. Okay.
Wow. Finde die Leiche deines Freundes, um die Ausrüstung zu bergen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen, aber wir sind auf jeden Fall irgendwie wieder zurückgekommen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Leider nur, ja, was heißt leider? Halt nur mit ihr, ne? Ich sag mal, wir geben auf jeden Fall Jeanette, geben wir auf jeden Fall die Ausrüstung. Und wir begeben uns jetzt auf jeden Fall in medizinische Behandlung. So. Dein derzeitiger Charakter wird stabilisiert. Wähle einen anderen Charakter und, oder drücke T. Wo ist er denn? Hi there. How about you take care of things for a bit? Okay, die ist auch lädiert. Unglaublich. Okay. Wir müssen die aber auf jeden Fall einliefern. Sei so gut, komm rüber und leg dich auf jeden Fall hin, oder? Genau. Weil sonst wirst du ein Zombie und dann sind wir tatsächlich nur noch alleine und da müssen wir irgendwie schauen, dass wir das anders irgendwie übernehmen. Unser Auto ist auch weg. Das Schöne ist, es ist Tag. Na, hier steht unser Auto, da steht auf jeden Fall der Juggernaut. Wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir entweder... Ja, wir haben halt keine Heilung benutzt, ne? Ganz ehrlich, wir haben keine Heilung benutzt. So, wir könnten es jetzt... einfach könnten wir es sowieso nicht machen. Wir müssten auf jeden Fall darüber laufen. Auf jeden Fall. Hier könnten wir dann unser Auto holen, das wäre kein Problem. Na, dann laufen wir halt rüber, ne? Munition hätten wir ja genug erstmal. Das wird jetzt eine Tour. Leute, das wird eine Tour. Nehmen wir gleich die Abkürzung, würde ich sagen. Wir laufen auf jeden Fall. Oh, schaut mal. Okay, hier ist jede Menge Gesellschaft. Wir laufen auf jeden Fall da oben über den Hügel. Da sind wir eher. Wenn wir schon laufen müssen, dann machen wir genau das. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass jetzt so viel Action kommt. Unglaublich. Vor allen Dingen, Nachladezeiten waren übelst lang. Also wirklich tatsächlich lang. Und keine Heilung sonst in Sicht. Jetzt haben wir dann angefangen, weil die hat geschossen. Das war natürlich nicht so toll. War natürlich nicht ganz so toll, dass die halt geschossen hat, ne? Nur weil die geschossen hat, haben wir dann angefangen, weil die Zombies sind halt dann zurückgekommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Juggernaut kommt. Ich hätte das nicht gedacht. Aber gut. Wieder was gelernt, ne? So einfach ist es dann doch nicht, dieses Seuchenherz auszuschalten. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ist das Seuchenherz jetzt angenockt? Also kann man das jetzt beim nächsten Mal einfacher besiegen? Oder eben nicht? Das wüsste ich jetzt auch mal gern. Auf jeden Fall haben wir sämtliche Granaten, wir haben alles eingebüßt, ne? Wirklich alles. Unglaublich. Hi. Hey. How about we see what we've got? Cool. Eine Landmine. Die haben nur Landminen. Ne, die haben ein bisschen Munition. Oh. Oh, fantastische Waffen. Okay, die haben richtig gute Waffen. Wow. We gonna be okay here? Let's see what we have here. Yeah, sure. Ja. Hello. Infos über Überlebenden. Okay, die können nur Fragen stellen und schießen. Das war klar. Da hinten laufen sie lang. Hier ist alles gut. Ich sag mal, wir laufen hier querfeldein, okay?
Jetzt ist ja schon Tag. Ist ja kein Problem. Und hinter dem, genau, hier 700 Meter. 700 Meter hinter den Felsvorsprüngen. Ich denke mal, dass da gleich dieses kleine Städtchen auf uns wartet. Yep. Das Schlimme ist, ihr habt es gesehen, ne? Die laufen hinter einem her sofort und machen einen sofort, halten die einen von allem ab. Nachladen, heilen, alles. Unglaublich. Unglaublich. Das ist in jede Menge, ne? Hier, schaut mal, wie es aussieht. Also, okay. Ja genau, laufen wir ein bisschen außen rum. Genau, guck mal den Felsen an, mein Freund, und dann. Dankeschön. So, dann laufen wir mal hier runter. Die verteilen sich, das heißt, ich würde dann eher hier die Mitte nehmen. Wobei, wenn die Dame dann weitergelaufen ist, dann können wir dann zumindest den killen. Ja, genau. Perfekt. Okay, der Weg wäre frei. Das ist ein riesengroßes Seuchengebiet, ne, wie es aussieht. Und das Seuchenerz haben wir noch nicht mal entdeckt. Ja, jetzt können wir uns entscheiden, was wir mit unseren Punkten machen. Dann würde ich eher sagen, dann nutzen wir mit unseren Punkten die Fähigkeit und schauen mal über Funk, dass wir einen Überlebenden finden. Suche anderen Überlebenden. Willkommen bei der Party. Neue Mission. Oh, schaut mal, wie viele das hier hinten sind. Wahnsinn. Okay. Es gibt wohl niemanden da draußen. Ich nicht. Okay. Das Problem ist jetzt, wenn unsere Basis angegriffen wird. Da müssen wir halt erstmal schauen, dass wir irgendwie unser Auto wiederbekommen. Ach nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, da irgendwas muss passieren. Und schaut mal hier vorne. Ja, ist eine kleine Horde. Genau. Okay, sind weg. Na, da vorne, ihr seht's. Oh, jede Menge Gesellschaft. Interessiert mich nur mal, wo die hinwollen. Kommen wir. Wir könnten versuchen über den Felsvorsprung hier, aber wir sind hier völlig falsch. Wir müssen eigentlich hier runterlaufen. Drehen die wieder um? Oder warten die da? Sieht aus, wie wenn die da warten, oder? Ah, hier oben geht's weiter. Schaut mal. Das ist gut. Da können wir weiterlaufen. Da können wir uns von der, können wir uns ein bisschen von der Horde entfernen. Ah, schaut mal, die verteilen sich. So, jetzt sind wir schon mal fast an unserem Auto dran, oder? Hier oben sollte dann unser Auto sein. Jawohl. Okay. Okay, das Schöne ist dran, hier sind noch Vereinzelte. Das wahre Seuchengebiet geht ja da vorne erst wieder los.
Okay, im Kofferraum gibt es schon mal auch nichts. Das ist gar nicht so schlimm. So, da vorne steht's, ne? Da vorne sind wir dann losgelaufen. Voller Enthusiasmus, voller Motivation und ihr seht, was rausgekommen ist, oder? Na. Gut. Versuchen wir das auf jeden Fall dann als zweite Chance. Joker hat sich sogar vom Trauma erholt. Das heißt von allen beiden, das ist richtig gut. Hier steht auch ein Auto, schaut mal. Also wir haben mit den Autos zurzeit haben wir hier echtes Glück, muss man schon mal sagen. Okay, das auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall ein Problem, das Auto, das müssen wir auf jeden Fall reparieren. Was ist im Kofferraum? Wow, schaut mal, 8 Slots. Das ist mal richtig geil. As long as that plague heart is nearby. We can't really secure this place. Ja, das stimmt. Aber das Seuchenherz, das hat's in sich, meine Liebe. Oh, was zu essen. Sehr schön. Das Seuchenherz so einfach angreifen. Ja, das kann man zwar angreifen, aber es bringt nichts. Zumindest nicht alleine. Wenigstens ist mal Tag und wir sehen, vielleicht sehen wir unseren Alfred, der dort irgendwo liegt. Das wird mich wirklich nochmal interessieren. Irgendwo haben wir eins vergessen, oder? Ja, wir haben tatsächlich irgendwo. Natürlich. So, trotzdem gleich mit draußen gucken. Okay, so viel gab's nicht. Die laufen hier gemütlich vorbei, das ist kein Problem. Nur beim Auto müssen wir kurz aufpassen. Die Dicken hier, das war ganz schlimm. Die sind eins sofort hinterhergelaufen, sofort. Und haben uns egal bei was gestört. Unglaublich. Egal ob beim Nachladen, egal ob beim Heilen oder beim Granate werfen oder beim einfachen Verteidigen. Unglaublich. So, dann fliegst du hier rein, du auch. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Ja, da vorne ist es, ne? Da vorne ist das Seuchenherz. So einfach, wie man hier rankommt, so kompliziert ist es dann wirklich auch, das zu zerstören. Das hätte ich niemals gedacht. Und jetzt läuft auch noch der Juggernaut da vorne rum. Und das macht jetzt gar keinen Spaß mehr. Überhaupt nicht. Ne, so wie es aussieht, hier vorne läuft der Koloss rum. Ich hätte niemals, wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass der von dort hinten gelaufen kommt. Aber das Seuchenherz hat hier eine übelste Reichweite. Und das wäre hier unten, ne, schaut mal hier unten, das wäre unsere potenzielle neue Basis. Hier ist ein Waffenladen, schön. Und hier unten wäre unsere Basis. Aber das Seuchenherz, das geht hier noch ein ganzes Stück. Got a feral here. Wo? Oh nein. Ja, ich sehe es. Und da oben steht der. Schaut mal, ne? Dort oben steht der Koloss. Wow, der Steiner sieht auch aus, ne? Komplett eingenommen. Und diesen Giftpflanzen. Und hier oben läuft der verseuchte Juggernaut durch die Gegend. Das ist auch echt krass, der Typ. Wenn der einen sieht, ne? Sind wir echt dran. Oh, das ist auch wieder eine ganze Horde da hinten.
Aber wie es aussieht, sind das normale Zombies. Und die Musik wird wieder lauter. Mich würde nur mal interessieren, ob wir die Leiche sehen. Von unserem Kollegen. Ich bin gleich wieder da. So, mein Lieben. Das Einzige, was ich jetzt noch hier machen würde, möchte noch einmal unseren Alfred sehen. Ich weiß nicht, ob er sich selbstständig gemacht hat in der Zwischenzeit. Ja, hat er. Er hat sich definitiv selbstständig gemacht. Die Leiche liegt nicht hier. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal außen rumlaufen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn irgendwie. Aber ihr habt es gesehen, also das Seuchenherz hier, das hat natürlich ihre eigenen Gesetze. Unglaublich, das Teil. Auf keinen Fall so angreifbar. Da drin laufen zwei rum, ne? Nee. Oh, sogar vier. Okay, richtig viele. Jetzt hat er sie alle rausgerufen. Ich wollte gerade sagen, kommt er jetzt hier hinten lang gelaufen oder was ist jetzt passiert? Da ist es, ne? Da ist es. Okay. Und da kommen sie wieder. Vielleicht kommt der Juggernaut jetzt links rum. Jetzt würde mich nur mal interessieren, wo die Leiche von Alfred ist, ne? Das interessiert mich jetzt echt mal. So, schaut mal, also. Okay, hier können wir zumindest mal die hier könnten wir, wenn wir es schaffen. Ja. Ja. Wenn das so einfach wäre, ne? Ja, das ist kein Problem. Aber wir haben es ja gesehen, wie einfach das geht. Hier gibt es wieder was zu essen und hier hinten ist dieses Seuchenherz. Und es fehlt Alfred. Ich weiß jetzt nicht, ob der Juggernaut bis hier reinkommt. Das ist jetzt eine sehr gute Frage, ob der oder ob der draußen stehen bleiben muss. Aber ich würde schon gerne meine Ausrüstung wenigstens wieder haben wollen. Okay, alles klar. Er ist schon mega groß, ne?
Ja, die Zeit, ja. Die Zeit rennt schon wieder, aber. Der kommt doch nicht hier rein, oder? So wie es aussieht, sind aber nur noch zwei solchen Zombies neben dem Juggernaut. Ach, der lässt uns einfach nicht in Ruhe, der Kerl, ne? Oder? Der lässt uns nicht in Ruhe. Und Alfred hat unsere ganzen Granaten mitgenommen. Alles. Mist. Und wo ist jetzt unsere Ausrüstung? Ich glaube, die finden wir nicht mehr wieder, oder? Ich denke zumindest nicht, dass wir die wieder bekommen. Sehr schade, sehr, sehr schade. Vor allem die gute Waffe mitgenommen. Aber so wie es aussieht, geht der. Nee. Sah zumindest nur so aus. Loader, need to take it down before it gets too close. Wo liegt er? Wo liegt er? Jetzt hätten wir nur noch den hier drüben, ne? Der in der unmittelbaren Nähe steht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das. Oh, jetzt kommt der Juggernaut hier runter. Mist, Ausrüstung komplett weg, ne? Ihr habt's gesehen. Großer Rucksack weg. Ah, so ein Mist. Und jetzt rennt hier gemütlich der Juggernaut durch die Gegend. Ah. Naja, gut, so ist es, mein Lieben. Genau so ist es. Da drüben sollten wir auch aufpassen, da rennt so ein ultra schneller rum. Die halten auch mega viel aus. Okay, das passt. Boah, was für eine spannende Folge, ey. Wo ist unser Auto? Ja, das kommt gleich hier vorne. Okay, alles gut.
Das Problem ist halt, wir haben leider keine Ausrüstung, die wir mitnehmen können. Ich hatte wenigstens, Mr. Ah. Hatte wenigstens gedacht, dass wir die Granaten auf jeden Fall mitnehmen können. Aber nein, nicht mal die Granaten hat er uns zurückgegeben. Hier unten wäre noch Erste Hilfe. Könnten wir auf jeden Fall noch schauen. Die hat noch den Rucksack frei. Hier gibt es noch die Seuchenprobe. Wie viel hast du noch? Ah, ein bisschen Platz hast du noch. Ja, sehr, sehr schade. Hier zum Beispiel, das wäre ja ein 8-Slot-Auto. Auch nicht schlecht. Müssen wir uns merken. Seems empty here. That's a shame. Es war klar. Es war doch irgendwo klar, dass wir dann gleich wieder verseucht werden, ne? Haben wir hier doch irgendwo einen? Oder war das im Prinzip wirklich nur der Einzige, der uns hier auf... Alles klar. Ach, schaut mal, wir können hier gar nichts looten, wie es aussieht. Weil das Gebäude komplett vom Seuchenherz besetzt ist. Und dadurch, dass es besetzt ist, kommen wir hier an keine Gegenstände ran. Das Einzige, was uns hier geschenkt worden ist, ist eine Infektion. Schön. Super. Ganz toll. Naja, da können wir nichts anderes machen, als uns in unser Auto zu setzen und wieder zu unserer Basis zurückzufahren, mein Lieben. War eine mega spannende Folge. Wir haben es auf jeden Fall mal nicht geschafft, das Seuchenherz irgendwie... Ja, das Seuchenherz irgendwie zu zerstören, zu vernichten. Aufgrund dessen, dass wir die Situation ganz klar unterschätzt haben. Ganz klar. Beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir viel, viel mehr Fläche frei machen. Wahnsinn, Wahnsinn. So, dann ab nach Hause erstmal. Ja, stimmt, ja, ich vergesse immer mit der Maus die Kamera zu steuern. Vor allem beim Autofahren. Man bietet sich ja an, ne? Aber wenn man es. Man vergisst es halt immer mal. So, jetzt sind wir zweimal irgendwo rangefahren, jetzt ist es garantiert. Ich wollte gerade sagen, der Zombie hat uns gewittert oder wie und dann... Aber der läuft nicht weiter, okay, alles klar. Ich würde ja gerne Funkbefehle einsetzen, aber ich habe niemanden... Ich probiere es nochmal mit Funkbefehlen. Leute suchen. Suche andere Überlebende. Abklingzeit 40 Minuten. Any folks out there hearing this? I'd really hate to just be talking to myself. Vielleicht haben wir Glück und es meldet sich jemand, oder? Wir haben ganz großes Pech. Ne? Habt ihr es gesehen? Da draußen gibt es niemanden neuen. Das heißt, auch mit den erreichten Einflusspunkten, mit 664, das ist ja, ja. Hey everyone, did you miss me? Yo, haben wir. I feel absolutely terrible. I wouldn't wish this illness on anyone. Hello, do we have any cure yet? By now. Die wird doch behandelt, oder? Medizinische... Ach nein. I hope you are feeling better than I am.
Erlösen. Heilmittel verabreichen. Oh, wir haben kein Heilmittel. Oh, das wird... Okay, das ist ja richtig Mist. Jetzt schauen wir es mal. Oh, wie es aussieht, wird das hier... Oh, wie es aussieht, wird das hier nichts. Schauen wir uns mal an. Haben wir doch irgendwo hier Seuchenproben? Haben wir auf jeden Fall. Mit den Seuchenproben konnten wir doch... Mit den Seuchenproben konnten wir doch auf jeden Fall... ein Heilmittel herstellen. Krankenstation benutzen. Medizinische Hilfegegenstand, Medikits herstellen. Hier, Seuchenprobe 5. Oh, und 2 Medikamente kostet das. Oh, hallo. Wir werden dich alle besser machen, Hun. So, jetzt. Ich appreciate it. Wir geben erstmal nicht auf. So wie es Fakt. So, das ist kein Problem. Dann werden wir mal mit Joker den Charakter. Okay, alles klar. Und dann bewerben wir auf jeden Fall. Ja. Wir haben die Krankenstation und dann werden wir auf jeden Fall Jeanette gleich einliefern. Genau, die darf sich dann gleich hierher legen und die darf sich dann erstmal auskurieren. Das passt. Und wir rennen in der Zwischenzeit hier mit unserer Joker rum. Ist auf jeden Fall wieder stabil. Unsere Moral, das Problem ist halt dran. Ja, jetzt gibt es hier unten natürlich potenzielle Außenposten natürlich, aber Infektionsherde gibt es hier unten jetzt jede Menge. Da oben gibt es nichts. Es gibt aber hier in der Stadt auch 2 Seuchenherzen und ich hätte ja wirklich, wirklich liebend gerne das gekriegt. Wow, schaut mal, wie viel das hier... Okay, das ist ein Turbsichtiger, das ist ein Aufgeblähter, das auch, und das ist ein Koloss. Unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so weit geht, aber gut. Okay, meine Lieben, dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen können. Bis jetzt gibt es keine neuen Überlebenden, wir sind nur noch 2 Mädels bei uns in unserer kleinen... in unserer kleinen Gemeinschaft. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin ganz vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge hier wieder dabei seid. Ganz, ganz liebe Grüße, euer Zanto. Bye, bye.